Das ist Dina. Dina ist gestresst und kann nicht einschlafen. Dina, hast du mal deine Bildschirmzeit gecheckt? Huch, okay. Kein Wunder, dass Dina nicht einschlafen kann. Dina, hast du mal Digital Detox probiert? Dina ist neugierig und fängt an zu googeln. Na, überfordert? Okay, Dina, ich erklär's dir. Digital Detox bezeichnet eine Zeitspanne, in der man bewusst auf soziale Medien und technische Geräte wie Handys oder Laptops verzichtet und sich stattdessen auf das Offline-Leben konzentriert. Und was passiert mit meinem Körper, wenn ich das mache? Schon mal von Dopamin gehört? Dopamin ist ein Neurotransmitter, welcher positive Gefühle auslöst. Auch bei der Nutzung von sozialen Medien wird Dopamin ausgeschüttet. Je mehr wir in sozialen Medien unterwegs sind, desto mehr Dopamin wird ausgeschüttet. Wie bei einer Sucht brauchen wir immer mehr, um die Wirkung von Dopamin weiter zu spüren. Machen wir jedoch eine Pause davon, zum Beispiel durch einen Digital Detox, dann normalisiert sich das Dopamin-Level wieder. Und was habe ich davon? Wenn sich das Dopamin-Level durch den Digital Detox wieder normalisiert, fühlt man sich entspannter und glücklicher. Dadurch kannst du auch besser schlafen. Am Anfang kannst du aber wie bei einer Sucht Entzugserscheinungen bekommen. Das ist aber ganz normal. Verstehe. Aber wie kann ich das umsetzen? Naja, Dina, da gibt es viele Möglichkeiten. Du musst auch nicht gleich eine Woche ins Kloster gehen. Zum Beispiel kannst du bei dir zu Hause smartphone-freie Räume einrichten. Da bietet sich das Schlafzimmer und das Esszimmer an. Es kann dir auch helfen, deine Digital Detox Time zu planen. Nimm dir dafür zum Beispiel ein Wochenende vor, spezielle Tage in der Woche oder auch Zeiten am Tag, an denen du kein Handy benutzt. Vor allem vor dem Schlafen sollte das Smartphone aus sein. Vielen Dank dir. Wenn das so ist... Halt! Du musst doch noch wissen, was InstaBeauty96 gerade gepostet hat. Danach kannst du schlafen gehen. Nein!